Und da sind wir wieder, spielen Stalker Shadow of Chernobyl. Der Eddie hier und wir haben immer noch kein Medipack. Vielleicht können wir... Nein, können wir auch nicht. Hätte ja klappen können, dem ein Medipack abkaufen und es ihm dann gleich wiedergeben. Fragen wir mal D-Typ. Хочешь поговорить? Нет, так не пойдет. Давай без оружия. Handeln. Hat natürlich nichts zu handeln dabei. Die Frage ist, was tun, gell? Die haben wir schon alle gefilzt. Sprich, wir müssen jetzt hier nur noch irgendwo ein Medipack finden, das wir dem Krüppel dann geben können. Um unseren Auftrag auszuführen. Ich könnte jetzt wieder durch die Strahlung zurücklatschen. Zu dem Handeltyp. Keine Ahnung, wie der hieß. Dem dann eins abkaufen und dann wieder herrennen. Soll ich das tun? Da hinten kommen wir nicht durch. Sprich, wir müssen durch diesen kackverstrahlten Tunnel, der sich schon so gesund anhört. Aber unsere letzte Chance, der Typ hier. Gut, wir müssen wieder da durch. Ich speichere trotzdem schnell. Und eigentlich müssten wir jetzt wieder hier durchkommen. Da kann ich dem irgendwie was... Nein, kann ich natürlich nicht. Also Harakiri, wir werden sowieso sterben. Außer ich habe jetzt noch irgendwas zu essen dabei. Und eine Flasche Wodka. Die uns angeblich vor der Strahlung bewahrt, dem aber dann doch nicht so ist. Und sprich, wir laden mal wieder. Ich hasse es. Was soll ich denn jetzt tun? Ich glaube, da oben rüber kann ich auch nicht latschen. Nö, da sterbe ich gleich. Was tun wir denn jetzt? Der ist nicht wirklich auf dem Laufenden. Was tun wir? Ich bin ratlos. Was könnte ich denn tun? Zurück komme ich irgendwie nicht mehr. Warum auch immer. Ich könnte es mit zwei Flaschen Wodka probieren. Aber irgendwie habe ich dann Angst, dass ich dann sterbe. Der hat auch nichts. Da hinten die zwei hatte ich, glaube ich, schon. Ja, den hatten wir. Den hatten wir auch. Das Haus hatten wir ja eigentlich auch schon durchsucht. Aber vielleicht ist ja jetzt zufälligerweise mein Medkit da. Kommen wir da rüber? Jetzt natürlich die Frage. Da kommen wir höchstwahrscheinlich auch nicht rauf. Ich könnte jetzt mal probieren, hier die Leute da umzulegen. Speichere aber doch lieber mal. So. Und dann versuchen wir unser Glück. Wird zwar höchstwahrscheinlich sowieso nichts, aber probieren geht über studieren. Gut, dieser hat auch den Arsch. Hallo? Wird jetzt schwierig.
Gott. Boah, was soll ich denn machen? Eine weniger. Gut. Rambo-like. Was uns aber nicht viel bringt. Ich bin echt am Verzweifeln hier gerade, was ich denn jetzt tun soll hier. Falls irgendjemand irgendeine Ahnung hat, bitte in die Comments posten. Ich bin echt ratlos. Also wenn ich da hochgehe, werde ich vermutlich von der Strahlung platt gemacht. Vermutlich. Oder ich komme einfach gar nicht erst rüber. Doch, ich komme hier rüber. Ach, was soll's. Ich renne jetzt hier einfach runter und hoffe, dass die mich nicht sehen. Und das tun sie auch nicht. Dem Himmel sei Dank. Kann der laufen, oder? Ich schütte mal so einen Energiedrink rein. Tatsächlich, er kann wieder laufen. Oder sprinten, muss ich ja eher sagen. Sprinten. Er kann bitte sprinten. Kriegen wir die Tür auf? Ne, so irgendwie auch nicht. Also, grauenvoll. Ich will es keinem antun müssen, dieses Spiel. Es macht mich schlicht und ergreifend wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich kann schon wieder nicht rennen. Ja, wir packen die Waffe schon weg. Ist okay. Ah, wie ich sehe, bin ich jetzt außer Atem. Die Anzeige links unten, neben dem Manschkele. Kann ich mich hier irgendwie hinsetzen? Und der Gitarre lauschen. Wunderschön. Es regnet. Vögel fliegen. Was sagst du so? Er weiß gar nichts. Und wir können wieder weiterlaufen, vorausgesetzt, wir werden nicht blockiert. Und können uns etwas borgen.